Hallihallo, Hallöchen. Ja, wir warten hier drüben auf Sam. Ich habe natürlich die ganze Zeit auf Pause gelassen, damit wir jetzt die ganze Wartezeit hier verbringen können. So. Ja, das ist sehr praktisch, dass uns der Pfeil dahin bringt, wo wir vorhin nicht lang durften. Und ich wette, dieses Mal schaffen wir es mit dem Enterhaken da hoch. Alles klar, Sam. Kurz baden gehen. Ich weiß, es ist warm. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Könnte ich theoretisch auch losfahren, ohne den an Bord zu Da haben? drüben ist noch ein Pfeil. Ich glaube nicht. Was? Was soll da sein? Sicher, dass ich hier nicht hoch kann? Okay, Status quo ist gleich geblieben. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal ins Ungewisse, ne? Das zeigt nicht mal genau auf einer Insel, also entweder ist dieses Kompassnadel ein bisschen falsch positioniert oder wir müssen unter Wasser suchen. Ach, guck mal. Ich sehe noch einen Pfeil. Sind die gerade alle aus der Erde rausgekommen oder wie verstehe ich das? Hier waren wir doch vorhin, ne? Ich muss mal ganz kurz, mal eben kurz zurückfahren. Ich möchte genau in die Richtung, die der Pfeil zeigt. Der Pfeil zeigt genau in die Richtung. An diesem Felsen vorbei. Dahin geht's. Alles Orte, die wir zwar schon erkundet haben, aber ist es natürlich jetzt was anderes, wenn hier auf einmal überall Pfeile sind. Aha. Da rein. Ich gehe mal davon aus, dass der Pfeil hier drauf zeigt. Oh. Aha. Okay. Diesmal zeigt er dahin. Nichts daran ändert, dass wir hier auch noch was haben. Das sieht aus wie ein abgetrennter Kletterbereich. Los. Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja! Eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern? Im Ernst jetzt? Klar. Also ich find's verdammt cool. Ich finde es schön, wenn er sich daran erfreuen kann. Vor allem, wo klettern wir hier überhaupt hin? Nein! Okay, man stirbt bei einem Sprung in die einzigen Dornen-Stalagmiten, die es hier gibt auf der Insel. Es sind nicht wirklich Tropfsteine und ich glaube Stalagmiten, also ich verwechsel die Dinger immer. Die einen wachsen ja von oben, die anderen von unten. Egal. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Ja, er kennt das ja mittlerweile von uns. Wir sind ja schon häufiger gestorben.
Wäre lustig, wenn ihm das mal passieren würde, er respawnt dann plötzlich da hinten und wir wundern uns überhaupt nicht. Das passiert natürlich regelmäßig. So. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? Na, er hatte das Geld. Wer kann, der kann, stimmt's? Und? Zählt das jetzt als prachtvoller als überall sonst? Kann man so sagen. Komm, gehen wir näher ran. Ja. Erstmal nach Schätzen gucken. Denn wer sowas baut, der hat mit Sicherheit auch nichts dagegen zwischendurch. Das ein oder andere Stückchen Metall unterwegs liegen zu lassen. Ne? Ah. Eine bronzene Dekan-Schnabelschale, wenn das mal nicht super ist. Ein weiteres Stück, das uns in genau unserer Sammlung noch gefehlt hat. So. Ja. Da geht's auch noch hoch. Kurz gucken. Okay, das könnte der Hauptweg sein. Denn ich bin mir sicher, dass der Eingang hier zu ist. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Ja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Und deswegen haben... Weg herumfinden. Ja. Deswegen haben sie immer einen Nebeneingang geplant. Weil die sich genau gedacht haben, ja, in 200 Jahren... Da ist es vielleicht eine bessere Idee, keine normale Tür zu haben, sondern einfach einen ganz normalen Weg. Versperrt mit Brettern. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Los! Okay, komm durch. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Hey, da können wir bestimmt drüber klettern. Aber vorerst... Hier sind wir übrigens. Hier ist das mit dem Flaschenzug. Ja. Ja, doch. Kommt man also so hier rauf. Gut zu wissen. Das heißt allerdings auch, dass wir nicht von da nach oben müssen, sondern von oben nach da hinten. Zu der Höhle, ne? Ich habe auch seitdem wir hier in dieser Höhle sind, keine Pfeile mehr gesehen, ne? Keine Kompassnadel mehr. Ich bin jetzt schon ein bisschen verzweifelt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hilfe. Vielleicht brauche ich einen Hinweis vom Spiel. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Das werden wir gleich rausfinden, wie das... und warum vor allem so viel Aufwand hier getrieben wurde, sowas zu erbauen. Wie haben sie das wohl gebaut? Wie oder hier? Weil ich nicht ganz mitbekommen. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Ganz ja. Genau. Ich würde jetzt wundern, wenn wir gleich Leute von Shoreline hier antreffen würden. Wäre auch ein bisschen ärgerlich. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gut gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Wow. Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte.
okay. Sam, was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da? Entweder hat er den Schatz gefunden. Den Schatz oder eine Schatzkammer. Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Ich finde das sehr... ist schon sehr sympathisch, der Typ. Aber wenn also solche Leute im echten Leben sind mir immer die Liebsten. Wenn sie dann auch noch einen Sinn für guten Humor haben. Guter Humor ist schwarzer Humor. Oh, das hätte ich mir denken können. Dann ist alles perfekt. Und seine Ehe ist doch nicht kaputt. Wollen wir doch mal nicht so sein, ne? Ja. Und, was haben wir diesmal? Ein Mogul-Elefant, eine Mogul-Elefantenschnitzerei. Bestimmt aus Ton oder Keramik gemacht, dass es ganz schnell kaputt geht. Und hopps. Was schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Ach, da runterschubsen kann ich es wohl nicht. Also brauchen wir das gleich irgendwo anders. Offensichtlich. Was ist denn jetzt da drin? Das hat er mir nicht gesagt, ne? Vor allem hier sind diese Kisten wieder. Und die haben wieder Rollen unten drunter. Das muss nicht sein, du bist ja oben. Also, weiter geht's. Warum haben diese Kisten hier Rollen unten dran? Warum? Schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin, ich hab dich gerufen. Nichts gehört, wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Immer heißt es nichts. So. Jetzt weiß ich, wo wir den mit dem Seil hinschwingen dürfen. Hey, guck mal. Aber diesmal bloß nicht sterben, bitte. So. Und ist da was? Einen Moment. Sam, zwecklos, Sackgasse. Okay, dann also wieder zurück. Das glaubst auch nur du. Oder etwa sollen wir wirklich wieder zurück? Ha, perfekt. Nathan, hier. Ah. Die Kiste neben die Brücke. Klettere hoch. Danke sehr. Diesmal macht die Kiste sich doch nützlich. Es macht alles Sinn. So, was tun wir jetzt? Wir müssen auf jeden Fall darüber.
Das ist ziemlich klar. Und da oben ist auch ein Turm. Darüber zu springen ist, glaube ich, keine so gute Idee. Gibt es hier außen an der Mauer was, wo man klettern kann? Nicht wirklich. Ich habe mir in dem Speedrun gehört, dass man schneller mit Drake laufen kann, wenn man immer wieder springt. Auch wenn das total behindert ist. Also, überlegen wir doch mal kurz. Gibt es hier nicht auch einen geheimen Knopf, den man drücken kann? Den man erst beim zweiten Mal hingehen drücken kann? Was? Schwingen sie sich zur Kante der Säule? Welche Säule? Okay. Irgendwie da unten ist eine Säule, die ich bisher nicht bemerkt habe. Ach, guck mal. Ja. Zum ersten Mal ist ein Hinweis wirklich nützlich. Oh, tschüss. Ist doch nichts passiert, mein Gott. Der Aufprall und dann schwimmen gehen, ist doch super. Oh Gott, Nathan. Ich glaube, ich bin auf die falsche Seite runtergesprungen. War ein bisschen doof. So, zack. Hier. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Wenn wir einmal den Enterhaken nicht wieder losbekommen, nachdem wir uns hier rumgeschwungen haben, dann sind wir richtig am Arsch. Und wir sind auch übrigens total die Lacker, dass wir bisher die drei Nathan Drake Abenteuer ohne einen Enterhaken geschafft haben. Denn mittlerweile brauchen wir den ziemlich häufig. Ich komme! Was aber nicht heißt, dass es unmöglich wäre, hier lang zu kommen ohne Haken. Es wäre wahrscheinlich nur ein bisschen schwieriger und aufwendiger und alles. So. Ach, ich wollte schon sagen. Hier einfach so rüber zu springen, wäre, glaube ich, auch ungesund. Oder? Warte mal. Wahrscheinlich müssen wir nach links, aber... Schöner Sprung! Hier gibt es bestimmt Sam, einen Schatz. Hier rein! Okay! Oder wir sind direkt aus Versehen zum richtigen Platz gegangen. Sind wir, in der Tat. Aber wahrscheinlich können wir jetzt auch nicht mehr zurück, ne? Oder? Ach nein, wie ärgerlich. Ja, dann ist, war das wohl doch nichts. Auf der linken Seite gab es dann wahrscheinlich doch nur einen Schatz. Das ist manchmal nicht sehr eindeutig, wo man hauptsächlich hin soll und wo man einfach nur ein paar Nebensachen findet. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Sterbe ich, wenn ich da runterspringe? Wie geht's dir? Ja. Falscher Weg. Nein, oder? Hier ist doch irgendwo ein Schatz. Hier ist kein Schatz. Tja, dann hat sich das nicht gelohnt, ne? Würde ich mal sagen. Und auf einmal ist die Pistole auch verfügbar.
Ich möchte nicht hoffen, dass gleich Leute von Shoreline auftauchen. Vor allem hier oben. Ja, da geht's noch weiter. Aber erstmal zum Turm, ne? Wenn sich bisher nirgendwo was gefunden hat, dann hier. Dann hier. Dann hier. So, lass mich raten, außen lang klettern oder gibt's ausnahmsweise mal eine Treppe? Ah. Wie auch. Natürlich, es gab niemals eine Treppe. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Oh, nein, 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 nein. Wo willst du denn hin? Hat geklappt. Ach, scheiße. Jeglicher Schatz, der da oben gewesen wäre, ist jetzt uns abhanden gekommen. Ich denke immer nur an die Schätze, ich weiß aber. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Was war die größte Zisterne? In Uncharted 1 gab es nichts Größeres. Es muss in Uncharted 2 gewesen sein. Dummerweise weiß ich aber auch nicht mehr ganz genau, was eine Zisterne ist. Es hat auf jeden Fall was mit Wasser zu tun. Boah, bist du klug. Oh. Aber, naja. Ich lehne mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster mit meinem Halbwissen, sonst... Es geht immer nur in die Hose, sowas. So. Aha. Aha. Was haben wir hier? Nichts? Ach, komm schon. Echt nichts. Dann muss das später der Ort sein, wo wir weiterkommen. Aber da wir erstmal die zweitgrößte Zisterne, die Nadir gesehen hat, rein müssen, vermutlich, können wir das mal auf die To-Do-Liste schreiben. Macht ja auch nichts. Ich meine, wir haben Zeit. Die Tage dauern hier offenbar mehr als 24 Stunden an. Wo wir so hinschwingen können. Da hinten ist auf jeden Fall was. Und auch wenn das wahrscheinlich wieder ein Durchgang ist, möchte ich links rein. Heilige Scheiße! Herzlich willkommen. Hallo. Jawohl! Jawohl! Okay. Immerhin freut er sich. Okay, immer gegen Wände prallen. Aber ich glaube, hier gibt es nicht viel, wo wir hinschwingen können. Bist du klar? Ja, Kinderspiel. Ich möchte wissen, was die größte Zisterne war. Schreibt es in die Kommentare und gewinnt einen... Ein Käsestick von McCain. Das ist ja der Hammer. Ich
kann aber nicht garantieren, dass der Gewinn auf jeden Fall noch steht, wenn ihr mit den Kommentaren dran seid. Einsendeschluss ist nämlich in 5 Minuten. Wow, was ist das alles? Das sieht auf jeden Fall wieder cool aus. Und so, als ob sich jemand sehr, sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, hier ein Labor oder Forschungseinrichtung hinzubauen, die 200 Jahre später einfach nur zwei armen Dieben zugutekommt. Und das ist jetzt eine böswillige Darstellung gewesen, aber letztendlich sind wir im Vergleich zu dem, was wir jemals im Leben von Ned gefunden haben, arm. Und dass wir Diebe sind, ist ja wohl sonnenklar. Blaupausen. Okay. Braunpausen. Sam, schau mal hier. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Avery und Tu halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Na, wenn sich da mal keiner dran hält, ne? Averys Schiff? Die Fancy. Sie greift die Gangis Hawaii an. So fing alles an. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Libertalia ist mit Sicherheit diese Piratenvereinigung. Okay, das ist hier auf jeden Fall zweimal dasselbe Bild. Scheint sehr stolz drauf gewesen zu sein. Sam, hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Das ist echt gut gemacht. Definitiv. Aber zurücklegen? Ausgerechnet, sowas nimmt er nicht mit, ne? Weißt du? Stadtstraße, sehr schön. Wo finden wir das? Bestimmt jetzt hier unter dieser Insel plötzlich so eine Parallelwelt. Naja, ich glaube, das war erstmal alles hier. Was gab's noch? Ach so, da hinten eine kleine Höhle. Hier kommen wir bestimmt einen Eingang weiter raus, wenn wir hier lang schwimmen. Ja. Definitiv. Wir können auch mal gucken, dass man hier auf dem Grund des Dingsbums so findet. Da unten kann man auf jeden Fall langtauchen. Und es ist viel zu schön unter Wasser, um hier nicht lang zu tauchen. Okay, das ist auf jeden Fall ein anderer Ort. Ja, yeah, bleib mal ruhig da unten. Ich guck mich nur noch ein bisschen um hier. Hier ist Ende aus Mickey Mouse, ne? Aber es wird sich ja wohl irgendwo ein glänzendes und blinkendes Objekt finden lassen. Ja, ich weiß, du kriegst keine Luft mehr. Hier war auch nichts. Dummerweise ist das hier offenbar. Oder ich suche, also meistens suche ich ja auch, das gebe ich zu, nicht sehr gründlich, aber die Schätze sind ja häufig auch nicht wirklich sehr gut versteckt. Also meistens blinken die einen ja schon aus ein paar Metern Entfernung an. Deswegen gehe ich davon aus, dass das hier nichts war, was ich so offensichtlich übersehen habe, dass ich mich ärgern müsste. Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Also, was ist das für ein Ort?
eine Art Versammlungsraum. Mein Gott, hier haben sie Libertalia geplant. Die Frage bleibt aber, haben sie es durchgezogen? Das mussten sie. Schau dich doch um. Du widmest doch nicht dein ganzes Leben einer Sache und setzt dich dann einfach ab. Tja, es läuft halt nicht immer wie geplant. Trotzdem glaube ich das nicht. Okay, wir sind da rausgekommen. Was haben wir hier? Also, hier sind wir ursprünglich rein. Dann gab es hier noch was. Ne, da sind wir auch schon rein. So, auf jeden Fall, also die Umgebungen, egal wie offen oder nicht sie jetzt sein mögen, sie sind definitiv offener als in den bisherigen Spielen und fühlen sich noch viel offener an, als sie sind. Womöglich. Denn ich habe jetzt das Gefühl, als ob ich wieder mal die Hälfte verpasst habe. Das Spiel gibt mir wahrscheinlich recht, indem ich gleich einen Schatz finde und dann dazwischen einfach 10 leere Punkte sind. Macht dir aber auch nichts. So, solange ihr eine Bewertung abgebt, ist alles in Ordnung. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal in den Raum direkt von Nate. Denn ich brauche ja irgendwie einen Cliffhanger. Und ich kann ja jetzt nicht rausfinden, okay, da ist Libertalia, da müssen wir jetzt hin. Das muss in der nächsten Folge passieren, damit ihr jetzt einen Grund habt, wieder einzuschalten. Versteht ihr? Ha, ja. Ich meine, ne? Das ist sinnvoll. Genau wie Bewertungen. Also macht es gut. Bis dahin.